Ein ausverkauftes Hofmann-Personalstadion wartet auf Blau-Weiß Linz und die Wiener Austria. Gerade mal 90 Sekunden gespielt, Alen Pasic mit dem Kopfball ans Aluminium. Glück für die Austria, die dann ins Spiel findet. 9. Minute, Nick Preletz, der gefährlichste Austrianer mit dem Abschluss. Schmid kann sich auszeichnen. Sprung in die 49. Minute. Ibertsberger mit dem Stangelpass und Konanos mit der großen Führungschance für die Hausherren. Zwischen den folgenden beiden Szenen liegen nur Sekunden. Viertelstunde vor dem Ende. Huskovic kann auf der Linie klären. Die Austria sich fürs Erste befreien. Doch dann der lange Ball von Schmid auf Simon Seidel. 1:0 für Blau-Weiß Linz. 78. Minute. Super Mitnahme. Perfekter Abschluss. Und kein Abseits. Auf der Gegenseite die 88. Cristiano und dann Anderson, der hier rechtzeitig nach Ansicht der Schiedsrichter und in Zirkusmanier klären kann. Am Ende ist es ein idealer Auftakt für Blau-Weiß, für die Austria ein Dämpfer.